Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange 2 bei uns auf dem Konfig-Kanal. Ja, im letzten Part sind wir ja mit Daniel zusammen hier ein paar Schritte durch den Wald gelaufen, sind in diesem Picknick-Area angekommen, haben uns hier umgeschaut. Ja, gab nicht wirklich was Hilfreiches, zumindest ein paar Bären gab es auf den leeren Magen. Laufen wir doch mal den Wanderweg weiter entlang und schauen, ob uns noch irgendetwas Neues erwartet. Ich gucke mich hier nochmal um. Bei den Fischen können wir irgendwie ein Patch bekommen. Ein Anhänger ist bei irgendwie einem Bären. Ein Patch gibt es bei einem Truck. Dann ist da noch was bei einem Halloween-Kürbis und Holzscheiten. Ein Anhänger bei ein paar Spuren. Und was das unten rechts ist, ein Kleiderbügel liegt da. Irgendwie ein Blick auf ein Fenster oder eine Glastür. Mal schauen, was wir da so unterwegs sehen werden. Kommst du? Ja, man kommt hinterher. Sean, did you go to summer camp? Oh, Sean, let's play hide and seek. Bet you can't find me. Okay. Oh yeah? I'll give you 10 seconds to find a hiding spot, and then you're toast. Turn around so I can hide, and don't look. One, two. Come on, you're cheating. Jetzt wissen wir nicht, was bei der Sommercamp-Geschichte rauskam. No peeking. One, two, three. Come on, you're cheating. Och, der kriegt das mit, okay. No peeking. Ja, der Blick auf seinen Kopf. Ja, wir würden uns umgucken. Three, four, five. Ich würde dann nochmal gucken, aber six, sonst fängt es auf sechs. What? Seven, eight. Sonst fängt das nochmal von vorne an. 10. I'm coming. So, er ist doch in die Richtung hier zumindest rumgelaufen. Okay. Wenn er nicht nochmal umgedreht ist. So viel gibt's sonst, glaube ich, hier jetzt mal nicht in diesem Waldstück, was man entdecken kann. Hier you are. Ist er. Aww, no fair. You are gar nicht wahr. Not when I can see your foot a mile away, dude. I win. I win. Whatever. Ja. Also, Verstecken, Spiel, Weltmeister wirst du schon mal nicht. Hier haben wir eine neue Wegmarkierung. I don't know how I still remember these. Na dann. Weiter geht's. Daniel? Oh, this one looks like a Tetris block. Ja, das ist eine Wegmarkierung. Oh, I have no idea where we are. What I'm doing. Ich denke mal, so in die Richtung dürfte es jetzt weitergehen. Vielleicht halten wir uns am besten wirklich mal an diese 1er Wegmarkierungen. Wir hatten ja unterwegs auch mal eine 3er gesehen. Ich meine, ich denke mal, dass das Ganze hier schon recht linear sein wird. Kannst du Noah einen Text oder etwas schicken, damit er weiß, warum ich nicht online bin? Bitte? Komm schon, Daniel. Du weißt, dass wir Reception hier nicht bekommen. Und Zeit dafür und Nerven haben wir auch nicht. Ich bet nobody knows what they mean anymore. It tells us to go straight. Oh, yeah. I get it. It's a tree map. Quasi. Sowas ähnliches. Ein Waschbär. Daniel, come check this out. What? What? Be quiet. He'll take off. Ooh, raccoon. He's so cute. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Nicht verscheuchen. Zu spät. Here, kitty kitty. Here, kitty kitty. Der kommt nicht noch. That raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. What if this raccoon is related to the... Kann man hier hochgehen? Nö. Hey, don't think about stuff like that. Maybe they were brothers. Like us. Makes me sad. Stop. Nee, ich drüber nachdenken. They're just raccoons. Ja, wo geht's denn hier lang? Hey, I think this path leads to the river. Coming. Okay, dann gehen wir hier lang. Ich glaube ja, dass wir zum Fluss wollen, aber... Ich würde eigentlich
gern so ein bisschen die anderen Wege erstmal wieder mitnehmen, ne? Bevor wir uns der, ich sag jetzt mal, Hauptstory widmen, ne? Dem Hauptweg. Dad showed me how to read these when I was 8. Hey, there's another one here. Ja, na gut. Ist auch nicht so schwer, den Dingern zu folgen, ne? Okay, hier ist der erste Erdrutsch. Da geht's also gar nicht weiter. I do not want to get stuck out here. We gotta find a campsite. Ja, Sackgasse, Daniel. Now we just have to find another way around. Ja. Gut, dass es da hinten noch zum Fluss runter ging. Wir können ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Ich meine, sieht so ganz schön aus hier, so grafisch und so. Ist das echt ganz sexy hier alles. Aber zumindest Wege, die wir schon gelaufen sind, können wir ein bisschen joggen. Ja. Daniel. Ja, lauf ich weiter. We've been walking for so long. Kommst du? Wonder how far we are from Seattle. No, Daniel hat keinen Bock mehr. Umgestürzter Baum. Ja, Aufbruch. Daniel macht jetzt sein eigenes Ding. Sag mal, kommst du jetzt? Ja, gleich ungemütlich. Sag mal, ich wollte schon sagen, backt der fest oder was ist mit ihm los? Kommst du da drüber? Er kommt nicht alleine drüber. Okay, now it's your turn. Hop on down. I'll catch you. So. How come nobody is out here? Huh? It's October. People don't hike as much. So why are we? Because we can. We're badass warriors, dude. Cool. Hast du trotzdem ganz schön, auch wenn's Oktober ist. Can I taste one, please? Hold on. I'm coming. Nee, das waren die schlechten, ne? Das waren die roten hier wieder. Ja. Hey man, do not eat those. Weiter geht's. Seriously. Die hier waren's. Die okay, kannst okay. du. Da ist ein Vogelnest. Hier willst du die haben? Nö? Okay. Dann nicht. Ich hab's dir angeboten. Hey. Daniel. You hear that? Is that a bird's nest? Oh yeah. They're everywhere out here. At least they have a home. Come on. We're too big for a nest. Wir brauchen lieber eine Minecraft-Geheimbasis, da passen wir rein. Sean, it's getting really dark. I know. Ja, bisschen Zeit haben wir noch. This is pretty high up. Ich fang dich. Come on. I got you. Phew, thanks. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht geregelt kriegen. So. Ja, schon der Fluss in Sichtweite. You see that? Looks like a clicker. Creepy. Yeah. Stop it. Die haben wohl Last of Us gespielt. Ob das schon das Richtige ist für Daniel? What the hell is that? I should have listened in biology class. Genau, einen Namen dazu kann ich aber auch nicht sagen. Wo ist denn Daniel? Okay, es lernen wir quasi die neue Funktion, Daniel zu rufen. Daniel! Ist jetzt wieder verstecken oder was? Hallo? Bruderherz? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab doch bloß den Kackpilz angeguckt, der kann doch nicht schon ewig weit weg sein. No way they're putting us in foster care. Daniel? Wird das jetzt hier wie bei Dings hier, wie bei Heavy Rain? Der dauernd nach seinem Sohn ruft. Reinklettern.
Was ist denn reinklettern, wenn man hier hochsteigt? So, die Übersetzer, die waren hier nicht gerade in ihren besten Tagen bei manchen Szenen. I got you. Dude, you struck out. That did not scare me. Liar, liar. I saw your face. That was, surprise. Maybe you scared me for like one second. I got you, I eat you. Don't mess with the zombie. Und deswegen rennt er jetzt auch schon wieder weg. Ach ja, je. Ja, wir können bestimmt gleich hier am Flussbett ein bisschen Pause machen. Vielleicht sogar die Nacht verbringen. Ooh. Looks like a cave. Kind of spooky. No. Actually, it's kind of perfect. For what? For us, man. We're gonna stay in there? I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. We could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Yes. So what do we need? Boah, Zeug für ein Feuer, das heißt in den Wald gehen und was sammeln. Ich weiß nicht, ob wir da Daniel irgendwie allein in den Wald schicken sollen. Aber wenn wir unterwegs sind und er hier bleibt, ich denke mal schon, dass es besser ist, wenn er hier bleiben würde. Okay. I needed to build a camp to keep out all those creepers and whatever. And I'll take care of finding the wood. Deal? Yes. I can build traps too. Nothing will get to us. Awesome, dude. I know. Okay. Let's unpack. Finally. Schieß rein, sieht Seattle. Ja, den haben wir ja schon gelesen. Oh man, our base is gonna be awesome. Look. Coming. Weg damit. Ich glaube, da gibt es schön noch Erinnerungsstücke. Zum scheiß Zeitungsartikel. Let's see. Here's a good spot. Können wir irgendwie interagieren? Mit Daniel auch nicht. Der baut die Fallen auf. Müssen wir ein bisschen Holz finden, ne? Genau, Holz für ein Feuer sammeln. Hier ist auch noch alles abgehakt. One step here and wham. So, irgendwo stand doch da mit Fluss mit Fischen, bekommen wir so ein Patch für unseren Rucksack, so ein Collectible. Mal gucken, ob wir das finden. Ach, Redstone werden wir, glaube ich, nicht finden. It's getting late. Now this is perfect. So. We can't fortify without weapons. Dann bau doch noch ein paar Waffen. So, können wir dich auch mitnehmen? Nee. Vielleicht doch ein Stück zu groß. Hier ist noch einer. So. Nice and dry.
Na, perfekt. Da liegt auch schon der nächste. Na? That's enough for a toasty fire. Reicht, okay. Dann können wir aber trotzdem noch ein bisschen. Oder gehen wir erst gleich hierher? Weiß nicht, vielleicht fangen wir uns ja noch einen Fisch zum Abendbrot oder einen schönen netten BH. Den wohl eine holde Maid hier vergessen hat. Nach ein paar Abenteuern. At least no one's gonna look for us out here. Ich glaube auch nicht, dass. Hallo. Polizei auf die Idee kommen würde, hier nach uns zu suchen. Das sieht schon geil aus, ne? Das ist schon echt schick. Meine Güte. Nice, nice, nice. Geht's hier noch lang? Ne, hier ist Ende. Na gut. Holz für unser Feuer haben wir genügend. Ja, gab's ja zum Glück genügend Auswahl. Das sah komisch aus mit den Beinen. Wie steht's denn mit unseren Fallen? No man or dragon or bear will get through this. Ah, super. Ah, fühle ich mich ja sicher. Brother. We are safe tonight. Da bin ich beruhigt. Hey, this isn't too bad. I guess Daniel can chill a little. Hey, can you give me a hand? Yeah. Natürlich helfen wir dir. This is the best way to protect the base. Okay. Yo, what are you doing? Trying to move this branch to protect the base. Good call. Here, let me take this side. You got it? We'll see. Go ahead and push. Nothing can get in here now. Damn right. Nice work, Daniel. So. Cool. I'll go check the river. Wenn das kein cooles Lager ist, dann weiß ich auch nicht. So, er geht zum Fluss. Wir schauen uns mal kurz hier die Schnitzerei an. 1986? Damn, that's ancient. For our beloved friend Linda King. We're doing okay together. Ich denke, das klappt schon. Die beiden sind schon ein schönes Team zusammen. He's such a little guy, but he's damn strong. So, anzünden. Wir zünden es mal noch nicht an. Now that's a fort. Definitiv. Good work, little bro. Da sind wir sicher für diese Nacht. Ich denke mal, wenn wir das anzünden, da gehen storymäßig weiter. Wir schauen aber noch mal rund zu Daniel. Was er denn hier so am Fluss macht. Kommt tatsächlich vielleicht was fischen oder so? Hinsetzen und zeichnen. Ach nee. Stop moving so much. Aufmuntern oder nass machen. Oh, nass machen könnte sich erkälten, krank werden. Oh, nee. What are you doing, mountain boy? I'm gonna catch a fish to cook. Nice. Aber but we should wait until we get some gear or something. I can do it. Just watch. I know. We'll come back later. Okay. You promise? Okay. Promise. Ich setze mich noch mal ganz kurz hin hier und guck, ob jetzt vielleicht es irgendwie ein bisschen besser klappt oder so. Something after all that shit. We could build a really cool fort here, I bet. Weil wenn das jetzt wieder so ewig dauert, dann mache ich es aber nicht fertig. Ja, ich weiß nicht, ob ich zu doof dafür bin. Jetzt gerade tut sich hier so noch gar nichts. Das ist bestimmt ein mega geiles Feature und so, aber entweder bin ich echt zu doof dafür? Ich weiß es nicht. Ich werde mich dann definitiv bis zur nächsten Episode mal informieren. Oder
mir angucken, wie das andere in Let's Play machen oder so, aber jetzt tut sich ja hier gerade so gar nichts. So, sorry, aber dann. So gerne ich das machen würde, definitiv, aber es ist irgendwie gerade Kacke umgesetzt irgendwie. Das hätte man auch einfach über eine kleine Cutscene oder sowas machen können. Sorry, Mr. Fish. Hast du jetzt einen Fisch getroffen? Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I did it. My turn. Hold it with your thumb and finger, and spin your wrist when you throw. Most. Der Winkel ist falsch. What did I do wrong? Not bad. Give it another try. Flacher werfen. So close. Yeah. Try again. You've almost got it. Komm. Der dritte Try, der ist es. Man. Ja, gut. Don't worry, man. The current's just too strong here. We'll try on a lake next time. Deal? Deal. He thinks we're just going on a trip. I can't imagine when he'll find out what really happened. Zieht's ihn denn jetzt hin? Verbündeten spielen, Gegner spielen. Oh, you wanna challenge me? Behold my sword! On guard, Sir Daniel. But I'm fighting the tree, not you! The light will purge you! Ah. You're not fun, Sean. You know you're bigger than me. Not fair. Ja, sorry. Hab's doch nur gut gemeint. Oh Mann. Spinny. Now that is a bad web. You're safe, little bro. Spiders hibernate in the fall. Good. I remember when you pushed me into that web. Hey, that was a long time ago. You got me back, right? Yeah, well, you screamed when you saw that blasted spider. So funny. Yeah, ha ha. At least they won't bug us tonight. Mm-hmm. Get it? I ran into a web like that when I was a kid. Ew. Richtig ekelhaft in Spinnnetze zu laufen. Gibt's ja auch was, Daniel? Schubs mich halt weg. Na gut. Man, if I had a wooden axe, we could build a city out of this forest. Ja. Leider haben wir keine. Aber was hältst du denn von einem kleinen Lagerfeuer? Hast du Lust? Kommst du mit? Oder? Ist an sich wirklich eine schöne Stelle. Ja, ich glaube, wir sind hier soweit fertig, ne? Ja, hier, schöne Zeichnung, die wir angefertigt haben. Tja, was ist das jetzt so? Keine Ahnung, muss man, um den Patch zu bekommen, quasi das Bild fertig malen? Ich weiß es nicht. So ein paar Kratzer. Shit, those are bear claws. Oh, fuck. Nicht cool. I'm not gonna tell Daniel. Ne, besser nicht. Not today. You're gonna die here. Ne, nicht heute. Tja, Daniel. Ich würde sagen, wir machen mal ein Feuerchen an. Das machen wir dann aber erst im nächsten Port heute ein bisschen kürzer. Ich werde mal zwischen den Ports da unten die Zeichnung fertigstellen. Mal gucken, ob wir da dann quasi dieses Patch bekommen oder so. Für unseren Rucksack, diesen Patch. Wie gesagt, das seht ihr dann zu Beginn der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann morgen wieder ein zu einer neuen Folge von Life is Strange 2. Bis dann.